Schließlich folgt die Verunglimpfung meiner Person. Ich soll demzufolge als Beispiel dafür dienen, dass der Flügel in der AfD faschistisch ist. Als Nachweis dafür wird das Hintergrundbild auf meiner Facebook-Politiker-Seite angeführt. Ja, ihr hört richtig. Neben einer Porträtaufnahme von mir ist dort auch der Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland, zu finden. Außerdem ergeben sich dort Hinweise auf von mir erstellte faktenbasierte Videobeiträge zum Thema Islam. In diesen Videos werden Tatsachen mit aller gebotenen Sachlichkeit zusammengeführt. Der Betrachter kann anschließend selbst eine Einschätzung vornehmen. Ich zeige lediglich vorliegende Fakten auf und der Zuschauer reflektiert dann selbst. Was ist daran faschistisch? Im Islam gibt es den alleinigen Herrschaftsanspruch, das ist auf jeden Fall faschistisch. Dort finden sich auch weitere Dinge, die nach objektiver Prüfung nicht grundgesetzkonform sind. Sie sind vielmehr menschenverachtend. Für diese Aufklärungsarbeit werde ich also als Faschist bezeichnet, beziehungsweise habe der Flügel durch mich eine faschistische Ausrichtung erhalten. Was ist das für eine Logik? Mir wird unterstellt, ich würde ausschließlich den fundamentalistischen Islam zeigen und mein Hinweis, dass sich dies auf alle Strömungen des Islams beziehen würde, sei Hetze gegen Muslime. Ich habe nicht in einem Satz Muslime erwähnt. Ich zeige lediglich auf die Quellen des Islams und ihre Bedeutung. Hetze ist dort an keiner Stelle vorzufinden. Die von mir aufgezeigten Tatsachen werden und wurden im Übrigen bis zum heutigen Tag durch nichts und von niemandem widerlegt. Stattdessen wird die Aufklärung schlicht als geistige Brandstiftung bezeichnet. Weiter wird unterstellt, der Flügel sei dafür verantwortlich, eine Mobilisierung gegen Flüchtlinge zu organisieren. Tatsache ist jedoch, dass weder vom Flügel noch von der AfD gegen Flüchtlinge mobilisiert wurde. Auch hier handelt es sich um eine dreiste Erfindung, die zu belegen ist. Bisherige Demonstrationen der AfD hatten lediglich die fehlgeleitete Asyl- und Ausländerpolitik zum Inhalt. Auch der Islam wird dort kritisiert, wo er die Rechte von Frauen und Minderheiten beschneidet, wo er Körperstrafen fordert, wo er die Scharia über das Gesetz stellt, wo er gegenüber unserem Rechtsstaat und unserer Werteordnung übergriffig wird und Raum regelrecht okkupiert. Aber was macht den Flügel der AfD faschistisch? Ein Beispiel aus dem Hammerkreisverband. Da postet Pierre Jung Erklärvideos zum Islam. Für ihn gehört er nicht zu Deutschland. Jung erklärt dort auch schließlich einen fundamentalistischen Islam. Für Islamgelehrte ist das pure Hetze gegen Muslime. Für Alexander Häusler ist das geistige Brandstiftung von rechts. Der Flügel ist mit dafür verantwortlich und auch stoßangebend, tonangebend bei rechten Mobilisierungen gegen Flüchtlinge, gegen Einwanderung. Das sieht auch der Verfassungsschutz so. Die Antwort der politisch Verantwortlichen und ihrer offenbar vereinnahmten Medien ist der durchschaubare Versuch, die AfD als diejenigen zu brandmarken, die die Gesetzesbrüche begehen würden. Durch eine ständige Wiederholung werden solche Lügen nicht wahrer. Diejenigen, die solche perfiden Methoden erkannt haben und dabei vergleichend an die DDR erinnern, sind nicht die, die demokratische Institutionen verächtlich machen. Es handelt sich hier schlicht um das wahrgenommene Recht auf Regierungskritik. Wer den Parlamentarismus verächtlich macht. Das Amt hat diesen Maßstab in eigener Ermächtigung erweitert und sagt, demokratiefeindlich ist, wer den Parlamentarismus oder die aktuellen politischen Verhältnisse verächtlich macht. Ohne aufzuzeigen und so weiter und so fort. Das heißt, das Amt hat diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes völlig unzulässig ausgedehnt und stellt sich damit eindeutig auf die Seite der politisch Regierenden. Und jetzt komme ich nochmal auf meine Eingangsbemerkung zurück. Es wird richtig gefährlich, wenn ein Inlandsgeheimdienst sozusagen als Arm der Regierenden rechtswidrig und verfassungswidrig die Opposition angeht. Um es mit den Worten des ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann zu sagen, die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität und nicht die Herrschaftsgewalt eines obrigkeitlichen Staates. Nicht der Bürger steht im Gehorsamsverhältnis zur Regierung, sondern die Regierung ist dem Bürger im Rahmen der Gesetze verantwortlich für ihr Handeln. Der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass sie demokratische Rechte missachtet.
Hier noch ein weiteres Zitat von Gustav Heinemann, das den Verantwortlichen in der Politik, aber auch in den Medien in Erinnerung zu bringen ist. Der Staat soll wieder einmal als das hohe, über uns schwebende Etwas verstanden werden, das unabhängig von Parlamenten, Parteien und Volkssouveränität als ein Inbegriff von ausübender Gewalt besteht. Wird nun aber radikale Kritik an der Verfassungswirklichkeit mit verfassungsfeindlichem Extremismus bewusst verwechselt, gilt es, Alarm zu schlagen. Mit ein paar Ausschnitten aus dem Vortrag von Dr. Roland Hartwig und meiner Serie Islamreflexion möchte ich nun schließen. Lassen Sie die Passagen auf sich wirken und reflektieren Sie meine Worte. Der Verfassungsschutz hat die Grenzen massiv überschritten. Wenn aber ein Verfassungsschutz über seinen eigentlichen Aufgabenbereich hinausgeht, sich politisch instrumentalisieren lässt, sogar seinerseits undemokratisch gegen eine Oppositionspartei zu Felde zieht, dann stellt sich durchaus die Frage, ob hier nicht die Demokratie durch ein Instrument, das sie eigentlich schützen soll, selbst beschädigt wird. Und dementsprechend sind wir dann auch sofort vor das Verwaltungsgericht Köln gegangen und haben dort eine einstweilige Anordnung erwirkt, innerhalb von wenigen Wochen, also bemerkenswert schnell vor einem Verwaltungsgericht. Und mit dieser einstweiligen Anordnung hat das Verwaltungsgericht Köln Herrn Haldenwang und dem gesamten Amt untersagt, uns nochmal öffentlich als Prüffall zu bezeichnen und hat für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld bis zu 10.000 Euro angedroht. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es ist ein deutliches Zeichen. Mit anderen Worten eigentlich eine schallende Ohrfeige für den Präsidenten eines Bundesamtes für Verfassungsschutz, dem das Gericht bei einer der ersten Amtshandlungen bescheinigt, rechtswidrig, letztlich auch grundgesetzwidrig gehandelt zu haben. Denn das Beschädigen einer Partei im politischen Wettbewerb ist auch ein Verstoß gegen Artikel 21 des Grundgesetzes. Da wird ja explizit vorgesehen, dass die Parteien an der politischen Willensbildung mitwirken. Und die Rechtsprechung sagt, in einem fairen Wettbewerb. Und wenn ich eben eine Partei anschieße auf diese Art und Weise, dann ist das alles andere als fairer Wettbewerb. Hier ist der Verfassungsschutz leider auch politisch instrumentalisiert unterwegs. Und wenn es noch eines Beleges bedurfte, dann war es das Interview von Maaßen in der Jungen Freiheit im Spätsommer. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben. Da sagte Herr Maaßen sinngemäß, schon zu meiner Zeit, als ich noch Präsident des Bundesamtes war, gab es auf mich und auf die Kollegen in den Landesverfassungsschutzämtern, jedes Land hat nämlich auch ein eigenes, politischen Druck, die AfD unbedingt zu beobachten. Also nochmal, politischen Druck anderer Parteien, den Verfassungsschutz gegen uns zu instrumentalisieren. Das ist undemokratisch, das ist eigentlich ungeheuerlich. Aber es zeigt, wie hier eben in Berlin auch gedacht und gehandelt wird. Der Verfassungsschutz wird geführt von den Innenministern. Und das sind Politiker. Ja? Und ich sage es nochmal, wenn ein Herr Maaßen dokumentiert sagt, schon zu meiner Zeit gab es immer wieder politischen Druck auf mich und meine Kollegen in den Ländern, die AfD unbedingt zu beobachten, da müssten an und für sich alle Alarmglocken läuten. Haben Sie irgendeinen Aufschrei gehört im deutschen Blätterwald? Nein. Amt erfindet eine neue Kategorie von AfD-Äußerungen und sagt, diese Äußerungen sind potenziell problematisch. Das ist Unfug. Was ist denn potenziell problematisch? Es ist ja nicht die Aufgabe des Amtes, irgendwelche potenziell problematischen Äußerungen für wen eigentlich zu definieren, sondern es muss entscheiden, ob eine Äußerung verfassungsfeindlich ist oder nicht. Also es überschreitet auch hier klar seinen Aufgabenbereich, indem es von potenziell problematischen Positionen der AfD berichtet. Dann werden Äußerungen kritisiert von unseren Politikern, die sich, das sagt das Amt selber, nicht gegen Flüchtlinge selbst richten, aber die geeignet sind, so das Amt, ein gegen Flüchtlinge gerichtetes Aggressionspotenzial der Zuhörer zu steigern.
das wird kritisiert. Also wenn ich etwas sage, Fakten zum Beispiel anspreche, die im Auditorium dazu führen können, dass jemand ein Aggressionspotenzial gegen Flüchtlinge empfindet, dann soll ich diese Äußerung nicht machen dürfen. Ich soll also dann nicht sagen dürfen, das muss ich mal bitte vorstellen, wir haben ja nun Fälle, also ich darf nochmal einen Schritt zurückgehen, 2015 wurden uns ja viele Facharbeiter angekündigt, es gab auch Politiker, die sie als Goldstücke bezeichnet haben. Alle Demografieprobleme sollten auf diese Art und Weise gelöst werden. Der Arbeitsmarkt sollte wieder in Schwung geraten und, und. Von diesen Menschen befinden sich heute etwa 1,5 Millionen als Hartz-IV-Empfänger. Ja, wenn ich also das sage, wenn ich das mal konsequent zu Ende denke, dann könnte ja der eine oder andere von Ihnen ein gewisses Aggressionspotenzial gegen diese Zuwanderer empfinden und dann wäre diese Äußerung von mir kritisch zu sehen. Das ist Beschneidung der Meinungsfreiheit, und zwar in seiner eklatantesten Form. Das Amt sagt, bestimmte Positionen der AfD, die sind für sich genommen nicht rechtsextremistisch, nicht verfassungsfeindlich, aber sie sind kritisch, weil sie in rechtsextremistischen Kreisen anschlussfähig sein könnten. Also Rechtsextremisten könnten sagen, da hat die AfD recht. Dann wäre das kritisch. Merken Sie, wie es immer weiter ausgedehnt wird. Meine Frau ist in der DDR geboren, hat 30 Jahre in Leipzig gelebt. Die kennt noch den alten Straftatbestand der staatsfeindlichen Hetze, wo auch keiner wusste, was es eigentlich ist und was es nicht ist. Und wenn das Recht so konturenlos wird, dass man beliebige Dinge drunter fassen kann, wird es gefährlich, weil es dann natürlich derzeit politisch einsetzbar ist, da wo man es für opportun hält.